Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Lea und ich möchte heute mit euch eine neue Serie auf YouTube starten. Wir haben uns in einer kleinen Stickgruppe überlegt, wie man denn das deutsche Flosstube nennen könnte und haben uns auf die Stickjunkies geeinigt. Wer Flosstube nicht kennt, das ist der amerikanische Überbegriff für Videos über Kreuzstickerei, über Projekte, über wie man aufbewahrt, welche Techniken es gibt, welche Stickmuster es gibt, Hauls, alles Mögliche. Und die YouTuber schreiben dann einfach Flosstube damit rein und dann weiß man, okay, es geht jetzt nur ums Sticken. Wir möchten das jetzt mit den Stickjunkies auch starten. Ich hoffe, es sind noch mehr Leute dabei. Ich möchte jetzt so ein bisschen den Anfang machen. Vielleicht habe ich auch schon irgendein Video verpasst. Sagt mir auf jeden Fall Bescheid, wenn ihr auch ein Video macht. Das würde mich total interessieren. Ich stehe nicht so gerne vor der Kamera, deswegen packe ich mich jetzt an meinen Stickrahmen und beantworte den ersten Tag. Kenne deinen Stickjunkie. Bis gleich. So, nun zum Tag. Inspiriert von Trisha, The Left-Handed Stitcher. Ich habe die Fragen einfach übernommen und übersetzt. Und eine Frage habe ich ausgetauscht. Frage 1. Wo lebst du? Ich wohne in Süddeutschland, in einem kleinen Dorf in der Nähe von Ulm. Frage 2. Wie verdienst du dein Geld? Ich habe einen Onlinehandel seit 2011, 2012 für ausgefallene Schneider- und Bastelmaterialien. Deswegen heißt auch mein Kanal so passend zu meinem Online-Shop, weil ich hier auch mal auf dem Kanal wahrscheinlich Produkte vorstellen will und Tutorials passend dazu machen möchte. Und dann dachte ich, alles Kreativzeug kann man ja alles in einen Kanal packen. Aber der Großteil wird wahrscheinlich Hobby-Content von mir sein, der mir einfach Spaß macht. Und ich weiche schon wieder vom Thema ab. Egal. Ich möchte, dass es hier eher ein Hobby bleibt. Ich will jetzt nicht irgendwie groß nach Statistiken schauen oder irgendwie einen regelmäßigen Upload machen, also jeden Montag oder sonst wie, sondern es gibt schon genug Arbeit. Ich möchte einfach hier ein bisschen mit euch über Hobbys reden und mal gucken, was passiert. Drittens, hast du Kinder? Nein, und das wird auch so bleiben. Nummer 4, hast du Haustiere? Nein, ich habe keine Haustiere und ich hatte auch noch nie Haustiere, aber wenn sich die Gelegenheit irgendwann ergibt, hätte ich gerne Katzen. Nummer 5. Hast du andere Hobbys neben dem Sticken? Oh ja. Ich versuche es gerade einzuschränken. Früher habe ich alles gemacht, was ich in die Finger bekommen habe. Gerade mache ich hauptsächlich Kreuzstichstickerei, aber auch Diamond Painting an so Tagen, an denen mir Sticken zu aufwendig ist. Oder wenn ich nicht so viel Zeit am Stück habe, was oft der Fall ist. Dann, wenn ich dann nur so eine Viertelstunde habe oder eine halbe Stunde oder irgendwie müde bin, dann kann ich trotzdem noch Steinchen auf eine Leinwand kleben und kann immer noch ein bisschen was Kreatives machen. Naja, oder zumindest was Entspannendes. Dann habe ich einen Planer und ein Bullet Journal, das ich gerne verziere und ausbaue. Und ein bisschen Scrapbooking mache ich auch. Dazu kommen auch Videos, falls euch das interessiert, zeige ich euch mal, wie ich so plane und was ich so habe. Und ich habe ziemlich viel Bastelzeug dafür, also für meine Verhältnisse viel. Es ist so mein drittgrößtes Hobby. Und früher habe ich sehr viel genäht, inzwischen nähe ich nur noch ab und zu, weil ich sowas, so Projekte einfach gerne abschließen möchte. Und Sticken und Diamond Painting nehmen schon viel Zeit ein. Und sind gerade meine Priorität tatsächlich. Und deswegen habe ich halt, nehme ich mir nie so 2 Wochenenden oder so mal Zeit, um was Größeres zu machen.
Das will ich auch gerne wieder ändern. Ich habe schon einige Projekte in Planung, die ich gerne mal machen würde. Ich hoffe, das wird jetzt 2019 mal in Angriff genommen. Ja, ich nähe eigentlich nur so Kleinigkeiten gerade. Frage Nummer 6 ist eigentlich nach dem Lieblingsfilm. Da kann ich mich aber nicht drauf festlegen. Und es hat auch nicht so viel mit Stinken zu tun. Deswegen habe ich die geändert in: Was stickst du am liebsten? Ich sticke am liebsten mittelgroße Full-Coverage-Bilder. Also so 20 bis 30 Zentimeter groß. Früher meistens Stickpackungen. Ich mag bei größeren Bildern, dass man eine gewisse Detailtiefe hat. Ich habe inzwischen auf Etsy von russischen Designern inzwischen auch kleinere Motive gefunden, die mir sehr gut gefallen, weil sie doch ganze Motive sind und auch eine relativ hohe Abdeckung haben. Weil mit so klassischen Kreuzstichmotiven, also so kleinen Figuren oder so Tischdecken besticken oder Sampler sticken, das ist nicht so meins. Es ändert sich vielleicht noch. Ich habe das von ganz vielen auf Losttube schon gehört, dass sie früher mit Sampler nichts anfangen konnten und das dann doch irgendwann für sich entdeckt haben. Aber bisher mag ich eigentlich so komplett Motive, die eine größere Fläche abdecken. Wobei, ich habe jetzt Chatelaines für mich entdeckt. Da werde ich euch auch noch was zu erzählen zu meinem ersten Projekt. Das ist ja, geht schon eher in die Richtung Sampler, aber hat doch eine hohe Dichte auf dem Stoff. Das ist so ein Mittelding irgendwie. Vielleicht führt mich das ja weiter in Richtung eher klassischen Kreuzstichmotiven, aber bisher mag ich lieber so Dimensions-Stickpackungen oder Heaven-and-Earth-Designs. Das habe ich jetzt aber auch erst angefangen. Von den Motiven her mag ich gerne Sci-Fi- und Fantasy-Motive, wenn sie nicht zu kitschig sind. Da bin ich zum Glück sehr wählerisch, sonst wäre die Auswahl wahrscheinlich sehr überwältigend groß. Aber ich kann mich da ganz gut beherrschen noch. Ja, und habe mir angewöhnt, einfach wählerisch zu sein, weil man kann einfach in seiner Lebzeit nicht alles sticken, was man schön findet. Und ich suche mir dann einfach die Sachen aus, die ich dann wirklich liebe und die für mich persönlich zeitlos sind. Frage Nummer 7. Was ist deine Lieblingsserie? Meine Lieblingsserie ist auch schwer festzulegen, weil ich sehr viele Serien schaue und auch sehr viele Serien gut finde, aber ich glaube, die Serie, die ich immer und 50.000 Mal gucken kann, ist Doctor Who. Mein Lieblingsbuch ist die Frage Nummer 8. Ich komme nicht mehr so viel zum Lesen, also wenn, dann höre ich Hörbücher, aber gerade auch nicht. Ich höre dann manchmal so Thriller oder Fantasy-Bücher, aber ich denke, die Bücher, die ich die längste Zeit meines Lebens durchgehend total gut finde, ist Anne of Green Gables und Jane Eyre von Charlotte Bronte. Frage 9 ist: Welche Musik magst du am liebsten? Ich bin ja gerne in der Goth-Szene unterwegs und daher höre ich gerne Wave, 80er, Future Pop und Elektropop und ein bisschen EBM und Neofolk, sofern er politisch unbedenklich ist. Frage 10. Welches Wort beschreibt dich am besten? Das ist total schwierig. Ich würde sagen, ich bin ein chaotischer Perfektionist. Das sind zwar zwei Worte, aber weil ich Perfektionist bin, darf ich zwei Worte benutzen, weil ein Wort reicht mir nicht. Das ist mir zu unpräzise. Ansonsten vielleicht noch zum Sticken allgemein. Falls ich das noch nicht in einem anderen Video erzählt habe, mache es jetzt erstmal kurz, weil ich werde es wahrscheinlich in einem anderen Video nochmal erwähnen. Ich sticke, seit ich 10 bin,
Damals habe ich eine kleine Tigerente bekommen und danach habe ich eigentlich nur Kits gestickt, also Dimensions und solche Sachen. Und es war immer so on-off, also ich habe dann auch mal ein Jahr Pause gemacht und dann nur einen Monat gestickt und wieder aufgehört. Deswegen, so ein Kit reicht dann auch Jahre. Aber aktuell habe ich so richtig die ganzen Facetten des Stickens erst richtig entdeckt. Also Heaven und Earth habe ich mich früher nie dran getraut. Und das probiere ich jetzt einfach alles aus. Und da gibt es wirklich so viel zu entdecken. Und man kann da so eine Wissenschaft draus machen, habe ich jetzt erst rausgefunden. Also ich habe auch immer auf AIDA gestickt. Und dann gibt es halt so viele Stoffe und Methoden und Größen und überhaupt. Und es ist alles super spannend, wenn man da frisch einsteigt. Deswegen habe ich jetzt auch erstmal total viel zu erzählen, weil ganz viele Sachen jetzt ganz neu für mich sind, auch wenn ich das jetzt schon über 10 Jahre mache, weit über 10 Jahre. Ich war halt immer so in der Comfortzone, habe auch online nie gegoogelt danach. Also ich habe mich da nie tiefer mit beschäftigt. Ich habe halt immer das gemacht, was ich da hatte. Und jetzt haben sich halt wirklich viele Welten aufgetan, die man erforschen kann. Und darum wird es dann in den nächsten Videos auch gehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß an den Stick-Junkies-Videos. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr gerade gerne stickt, was ihr so macht. Mich würde es total freuen, auch wenn vielleicht mehrere anfangen, auch Stick-Videos aufzunehmen. Das fände ich total spannend, von euch zu hören, was ihr gerade so für euch entdeckt, was eure Routine ist, was ihr gerne macht, was euch Freude macht, was ihr gerne vielleicht ausprobieren wollt. Und vielleicht interessieren euch ja auch Sachen von meinen anderen Hobbys. Ich meine, mit Diamond Painting habe ich angefangen, weil es einfach einfache Videos sind. Es ist ein einfaches Hobby und Sticken hat doch mehr Facetten und ist etwas komplexer. Ich möchte damit nicht sagen, dass Diamond Painting langweilig wäre, sonst würde ich es ja nicht machen. Aber es ist einfach überschaubarer. Ja, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich freue mich schon darauf, mit euch zu schreiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!